Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The JoeCraft. Herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial und Showcase. Ich habe nämlich eine ziemlich coole Redstone-Spielerei für euch, die euch bestimmt gefallen wird. Und zwar das, was ihr hier im Hintergrund seht. Und ihr habt vielleicht schon den Videotitel gesehen, es geht um ein Blitzkraftwerk in Minecraft 1.17. Ja, und das ist jetzt erstmal die goldene Frage, was soll das alles? Also es ist eine Idee, wie man Minecraft ein bisschen realistisch machen kann und wie ihr vielleicht ja, eure Welt so ein bisschen ja, einen Hauch von Realismus ein. Leucht. und zwar stellt euch mal vor ihr habt ein Haus in Minecraft in dem Haus sind Lampen drin so und ihr könnt jetzt eigentlich ganz plump einen Schalter nehmen und ihr könnt mit diesem Schalter die Lampen anmachen so eure Lampen leuchten alles ist okay relativ langweilig aber das wollen wir jetzt kompliziert machen und zwar geht dieser Schalter nicht in die Lampen rein sondern dieser Schalter geht hier in eine Batterie herein eine Redstone Batterie Ihr seht, bei Gold geht er rein und es kommt hier bei Silber der Output raus. Und wenn ich jetzt mit dem Schalter umlege und die Lampen anmache, leuchten meine Lampen, aber ihr seht, die Batterie geht langsam runter. Ihr könnt quasi die Batterie größer bauen, dann hält die Batterie länger, aber ihr seht, jetzt ist sie schon zur Hälfte runter. Wenn ich den Schalter auslege, stoppt die Batterie. Die Batterie geht nicht mehr weiter runter, die Batterie hält den aktuellen Stromstand. Wenn wir nochmal den Schalter anmachen, dann geht die Batterie immer weiter runter. Und wenn die Batterie leer ist, dann gehen unsere Lampen aus. Dann sind wir im Dunkeln. So, jetzt ist die Frage, wie können wir die Batterie laden? Und da habe ich jetzt zwei Möglichkeiten. Ihr seht einmal hier einen Eingang Netherite und Eingang ähm, Diamant. Und zwar, jetzt wird es spannend, der Diamanteneingang kann beispielsweise mit einer Solarzelle verbunden werden. Da braucht ihr eigentlich nur einen Daylight-Night-Sensor. Ihr schließt das Ganze mit dem Redstone-Kabel an und ihr seht, es passiert folgendes. Die Batterie lädt sich allerdings langsam. Ihr seht, sobald quasi die Solarplatte angeschlossen ist, lädt sich die Batterie langsam auf und natürlich nur so lange Stromlicht ist. Das heißt quasi, wenn wir jetzt äh, Slash Time Set Midnight machen. Und kein Strom mehr da ist, dann lädt die Batterie auch nicht mehr weiter. Und erst wenn es wieder Tag ist, lädt die Batterie weiter. Und natürlich, wenn eure Batterie größer ist, braucht eure Batterie viel mehr Zeit zum Laden. Ihr seht, wie lange das dauert, bis die Batterie voll ist. So, jetzt ist sie voll. Jetzt können wir sogar auch den Strom anmachen. Und ihr seht, die Lampen leuchten jetzt auch. Und das Besondere ist, ihr seht, wir verbrauchen mehr Strom, als reingeht. Unsere Solarzellen sind nicht gerade die besten. Und was jetzt passieren wird, ist folgendes: Und zwar, ähm, unsere Solarzellen machen nicht so viel Strom, wie rauskommt. Deshalb wird jetzt gleich das Ganze hier ein bisschen anfangen zu flackern. Ihr seht die Lampen. Oh, oh sogar, guck mal, es, es kommt sogar gar nichts mehr raus. Also wir müssen quasi den Strom ausmachen und ein bisschen aufladen lassen. Und jetzt kommt dabei das Blitzkraftwerk zum Einsatz. Wenn nämlich nun schlechtes Weather ist. Mal gucken, ob wir das simulieren können. Wir machen einen Thunder. Und vielleicht haben wir das Vergnügen, dass da oben ein Blitz einschlägt. ja. Dann wird dieser Blitz über diese Stromleitung in die Batterie geschickt. Ihr seht, die Batterie ist noch ziemlich low mit unserer Anzeige hier. Und ich bin mir nicht sicher. ach so, vielleicht genau, wir sollten auch erstmal Lightning Rods hier oben installieren, damit er auch einen Blitz einschlagen kann. Wir sind ja relativ hoch auf dem Berg. Sparkeln die schon ein bisschen? Ja, die sparkeln. Also es ist jetzt möglich, dass da ein Blitz einschlägt. Allerdings habe ich keine Ahnung, wie Minecraft das generiert und wie das Minecraft macht. Das einfach folgendes. Weather clear. Wir machen uns jetzt einfach mal bei Command Block. Aber angenommen, es würde ein Blitz einschlagen. Und jetzt ist quasi eure Aufgabe: möglichst viele Blitzableiter. Mit Redstone zu verbinden. Angenommen, ihr habt jetzt eine ganze Stadt gebaut. Dann könnt ihr von jedem einzelnen Blitzableiter einen machen. Ihr seht, die Batterie ist leer. Und Summon Lightning. Bam! Der Lightning Bolt schlägt ein und macht folgendes. Er soll die Batterie jetzt möglichst. Oh, ich habe einen Fehler gemacht. Das Redstone Repeater hier muss auf volle Stufe gestellt werden. So, nächster Versuch. Jetzt gucken wir nochmal, ob unser Strom richtig geleitet wird. Bam! Jetzt habe ich die Zup. Irgendwo fehlt hier ein Stromsignal, ne? Habe ich das Gefühl. Irgendwie wird der Strom nicht richtig nach unten geleitet. Seht ihr das? Dass da irgendwie der Strom... Habe ich das Kabel falsch gebaut? Maybe. Ja, oh, ich habe das Kabel falsch gebaut. Okay, läuft bei mir. Äh, dann machen wir nochmal einen Repeater hier dazwischen. Okay. Und ihr solltet natürlich ein richtiges Kabel bauen. So. Jetzt aber. Aller guten Dinge sind drei. Blitz schlägt ein. Und yes. Zack. Seht ihr? Die Batterie ist instant vollgeladen. Das heißt quasi, der Blitzstoß wird hier abgefangen und lädt die Batterie instant voll. So, und natürlich baut ihr jetzt nicht so eine kleine Batterie, wie ich sie hier gebaut habe, sondern ihr baut später in eurer Welt eine sehr, sehr große Batterie, so dass ihr beispielsweise über die gesamte Nacht hinweg Strom zapfen könnt, um euer Lichtsystem zu machen. Ihr könnt das Ganze ja dann automatisieren, indem ihr zum Beispiel hier als Schalter einen Moonlight Sensor anbaut und sobald es dann Time Set Midnight wird, geht dann automatisches Licht an. Und der Strom wird gehalten. Ihr seht allerdings, sobald natürlich quasi der Strom aus ist, ist es vorbei. Also, quasi, müsst ihr müsst euch eure Batterie gut einteilen. Aber durch den Blitz könnt ihr quasi jederzeit eure Batterie vollständig aufladen. Und zack, Lightning Bolt schlägt ein und zack, die Batterie ist sofort voll aufgeladen. Hält sich sogar noch einen kleinen Moment durch diese enorme Energie. Das ist meine kleine Idee für so eine Art kleine Simulation in Minecraft, wie man ein Kraftwerk bauen kann. Und nun erkläre ich euch mal, wie das Ganze gebaut wird. Das Wichtigste von allem ist der eigentliche Stromspeicher. Ich würde sagen, damit fangen wir mal an. Der Stromspeicher, der baut sich eigentlich auf eine ganz einfache Art und Weise. Ihr müsst. Wir gehen jetzt einfach mal hier hin. Skelett, lass mich mal mit in Ruhe. Wir machen das jetzt mal ganz plump hier auf dem Gras. Ich erkläre euch jetzt, wie es gebaut wird. Und ihr könnt es dann für euch so bauen, wie ihr lustig seid, okay? Euer Stromspeicher besteht aus Komparatoren. Je mehr Komparatoren ihr reinbaut in den Stromspeicher, desto länger kann er Strom halten. So. Und was ihr machen müsst, ist letzten Endes Komparatoren aneinandersetzen. Das ist alles. Und ich empfehle euch dann irgendwann ne, einfach mal so eine Umleitung zu bauen. Zum Beispiel jetzt so. Und dann die Komparatoren so weiterlaufen lassen. Und dann baut ihr vielleicht nochmal eine Umleitung und lasst die Komparatoren weiter so umlaufen, geht dann hier entlang. Hier müsst ihr jetzt ein bisschen aufpassen. Ihr seht, wenn ich jetzt das hier mache, gäbe es Ärger. Ihr müsst vorsichtig sein, dass die Komparatoren sich nicht verbinden. Meine beste Empfehlung ist, lasst immer dazwischen einen Block Platz. Also quasi baut so eine Art kleine Komparatorenschlange auf. Ja, das mache ich jetzt einfach mal. Dann könnt ihr auch direkt hier. Ein Redstone oder ein Block nehmen, durch den ihr quasi das Stromsignal durchleitet. Und dann könnt ihr quasi hier, ne, ich mache es mal ganz simpel, eine kleine Komparatorenschlange aufbauen. Und je größer ihr diese Komparatorenschlange baut, desto größer ist auch der Strom, den ihr darin speichern könnt. Okay? Soweit erstmal dazu. Wenn ihr fertig seid, müsst ihr natürlich das Ganze wieder mit dem Start verbinden. Das heißt, das Ding muss wirklich eine Kette bilden. Das ist das Wichtigste. So, wenn ihr das geschafft habt, dann sollte im Idealfall das Ganze so aussehen, wie ich es jetzt gebaut habe. Das ist jetzt ein relativ großer Stromspeicher hier. Der erhält schon viel, viel mehr Strom als der, den wir gerade gebaut haben. So, und ihr könnt ihr wie gesagt, so groß bauen, wie ihr möchtet. Ihr könnt es auch über mehrere Etagen bauen. Übertreibt es halt nicht. Probiert es mal aus, was für euch am besten ist. So, jetzt müssen wir hier ein Modul einbauen. Das äh, zwacke ich jetzt mal so ab. Das heißt quasi, wir bauen jetzt mal hier so einen kleinen Weg so und einen kleinen Weg so. Ein kleines Modul einbauen, welches unseren Strom ähm, nun runtersetzt. Und zwar machen wir folgendes. 2. Wir setzen einen Block und zwei Redstone so. Um. An dieser Stelle machen wir jetzt Folgendes: Wenn wir jetzt hier Strom draufsetzen, geht hier der Strom mit voller Stromstärke durch, also 15 maximale Stromstärke geht hier rein, kommt am Ende hier entlang. Wenn ich jetzt einen Schalter ausmache, ja, dann wandert der Strom von hier 1 nach da und wandert von 15 auf 14. Die 14 geht rein, läuft hier durch, kommt hier raus. Dann wird da von der 14 zu einer 13. Die 13 kommt hier rein, geht da raus so. Und wir können auch an dieser Stelle schon unseren Messer anbauen. Das heißt, hier müssen wir eigentlich nur eine Redstone-Leitung entlang. Legen. Und an diese Redstone-Leitung dran können wir dann Lampenschalten. Beziehungsweise, wenn ihr dieses Messergebnis, ja, wie lange oder wie voll euer Stromspeicher ist, woanders hinbauen möchtet, dann geht ihr quasi an diese Stelle, wo dieser Ding ist, und nehmt mal von hier, könnt ihr quasi sowas machen: Redstone-Block, Block-Komparator, Block, Redstone-Block-Komparator Block, Redstone, Block, und so weiter und so fort. So könnt ihr quasi die Stromstärke hier weiterleiten, beispielsweise zu einer Anzeige, die ihr jetzt hier baut. Boah, ist ja richtig plump, wie ich das heute mache, hier mit Gras. Aber egal, egal, ihr versteht es, das ist wichtig. So. Die baut ihr 15 Blöcke in eine Richtung. Das stört mich der Baum noch hier. Ah, schön, ne? So ungeskriptetes Tutorial sind immer die besten auf YouTubes. Aber ich weiß ja, wie es funktioniert und ich möchte euch in diesem Tutorial nicht. Und das hasse ich auf YouTube, wirklich. Ich hasse es auf YouTube, dass so viele YouTuber euch sagen: so Baust bitte genau so und baus nicht anders. Ich möchte euch zeigen, dass ihr es versteht. Sollte diese Schaltung verstehen. So, und ihr seht, wenn ich jetzt den Strommesser anbauen, sehen wir, wie viel Strom noch in unserem äh, Speicher drin ist. 15 Blöcke maximal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Das hier ist Schluss. Und ihr könnt ihn, wie gesagt, jederzeit aufladen, indem ihr zum Beispiel hier einen Schalter hinpackt, den hinsetzt. Und das dauert dann ein paar Sekunden, bis der Schalter das Ding voll auflädt. Da, man sieht richtig, wie der Strom da durchwandert. Und voll. So, zack, wunderbar. Jetzt macht ihr aber folgendes, und zwar, ihr setzt jetzt hier einen Komparator hin, hier einen Komparator hin, hier einen Komparator hin und baut hier so einen kleinen Umweg. So, und dieser Umweg führt dazu, dass ab sofort, ähm, hier geht der Strom von 15 auf 14 runter, aber durch diesen Umweg quasi wird er weitergegeben. Das heißt, quasi dieser Umweg hier verhindert, dass sich dieser Kondensator entlädt. Und wie kriegen wir jetzt unseren Output aus dem Kondensator, das zeige ich euch. Output machen wir jetzt wie folgt, wir setzen jetzt hier einen Komparator hin. Ja, oder pass auf, ich würde noch mal empfehlen, das, das machen wir ein bisschen intelligenter, Leute. Ich überlege gerade, wie ich das für euch am leichtesten jetzt zeige. Ja, wir machen doch, wir machen Folgendes. Wir machen es mit dem Kolben. Ja, ja, das ist eine gute Idee. Wir machen es mit dem Kolben. Wir setzen Kolben hier. Ihr seht, der Strom geht gerade durch. Ja. Und was ihr jetzt machen müsst, ist, dass ihr diesen Kolben einmal verneint. Sobald der Kolben aus ist, also quasi an ist, lässt er keinen Strom mehr durch. Das ist quasi euer Ausgang. Ne? Ihr habt ja irgendwie so einen Ausgang, ne? Und ihr braucht ja natürlich dann einen Eingang, der die Batterie anschaltet. Also quasi Batterie, mach mal bitte Strom. Und euer Eingang ist dann hier, quasi, ne? Das Ding, was den Kolben schaltet. Das heißt, quasi um Strom zu bekommen, muss jetzt quasi der Kolben einmal angemacht werden. Ihr seht, sobald der Kolben ausgemacht wird, da, also die Fackel wird angemacht, der Kolben geht aus. Jetzt kommt Strom raus. Jetzt kommt kein Strom raus. Aber die Batterie soll natürlich jetzt, sobald Strom rauskommt, soll die Batterie ja immer weniger Strom haben. Und das machen wir jetzt wie folgt. Und so, wir setzen hier an dieser Stelle eine Fackel drunter. Und solange der Kolben ausgefahren ist, ist hier Strom drauf. Und diesen Strom, den äh, schicken wir jetzt hier hin, dass wir zu diesem Komparator gehen, machen rechts geht darauf, hier in Redstone hin, hier einen Block hin, hier eine Fackel dran und dann einmal den Strom in die Fackel so reinleiten. Das ist es schon. Das ist alles, was ihr machen müsst. Was passiert jetzt? Wenn ihr diesen Schalter umlegt, dann geht einmal euer Strom hier durch, aber gleichzeitig geht hier Redstone an und unterbricht diesen Komparator. Und wenn dieser Komparator unterbrochen ist, ist eure Batterie quasi im Abnutzungsbetrieb. Ihr seht, jetzt wird langsam der Strom eurer Batterie runtergehen. Bis ihr den Schalter wieder umlegt, dann quasi geht hier der Strom raus, also geht nicht mehr kein Strom mehr raus und gleichzeitig geht hier das Redstone aus und eure Batterie hält den aktuellen Strom wieder. So, jetzt gibt es auch noch die zwei Lademechanismen und zwar eure Batterie muss auf zwei Möglichkeiten geladen werden: einmal der langsame Lademechanismus, das ist einfach Redstone-Leitung, die an einer Stelle reingeht, die soll die Batterie langsam laden und einmal ein schneller Lademechanismus. So, ich mache jetzt noch mal unseren Strom an, so Strom geht raus, damit unsere Batterie sich mal ein bisschen entlädt. Wie geht jetzt der schnelle Lademechanismus mit dem Blitz? So, der Blitz macht uns ein kurzes Signal, ein kurzes, starkes Signal. Und naja, es ist gar nicht mal so unrealistisch. Diese Schaltung, die wir hier haben, nennt sich Kondensator. Und das hier ist ein Mini-Kondensator. Und was wir jetzt machen müssen, ist folgendes: Wir müssen jetzt dieses kurze Stromsignal vom Blitz, was ja wirklich sehr, sehr, sehr kurz ist. Ne? Ich mache mal hier eine Rot hin. Wichtig ist, dass die jetzt quasi bei eurer Batterie als allererstes in so einen kleinen Mini-Kondensator reinläuft. Der Kondensator darf sogar so groß sein. Schaut mal, ihr baut den so und müsst dann den Repeater, der reingeht, auf volle Stufe stellen. Wenn jetzt ein Blitz hier einschlägt, habt ihr quasi diese große Schaltung in klein einmal hier. Summon Lightning, Boom. Und ihr seht, der hält den Strom für einen Moment. So, diese kurze Schaltung hält den Strom allerdings nicht so lange wie eure Batterie. Das heißt, wenn eure Batterie nun komplett leer ist, was jetzt gleich der Fall ist, ich helfe mal unserer Batterie, dass das ein bisschen schneller geht mit dem Leermachen. Batterie ist leer. Wunderbar. Wir schalten den Output aus. Wenn wir jetzt einfach quasi mit dem Repeater das jetzt hier reinlaufen lassen, haben wir ein Problem. Ich zeige euch das Problem. Und zwar, wenn jetzt der Blitz einschlägt, seht ihr, reicht die Länge von diesem Strom nicht aus, um das ganze Ding zu laden. So, ihr seht, zack, da fehlt noch was. Da ist eine Ladelücke drin. Euer Strom wird jetzt immer wieder blinken, an- und ausgehen. Und nein, das ist nicht gut. Aus diesem Grund müsst ihr quasi an diesem kleinen Mini-Kondensator jetzt nochmal einen etwas größeren Kondensator bauen. So. Und dieser größere Kondensator, der kann nämlich dann per Redstone, am besten per Repeater, denkt dran, dass das immer schön raffend mit dem Repeater macht. So, müsst ihr gucken, dass das Signal immer den Kondensator verlässt und zu 100% an einer Stelle reingeht. Guck jetzt mal, ich suche mir mal eine Stelle aus. Und wir machen mal den Kondensator einen Tacken kleiner hier. So, geht jetzt hier rein an dieser Stelle. Und ihr müsst das jetzt quasi einfach mal ausprobieren. Ihr könnt ja quasi einfach mal einen Blitz, wenn ihr das jetzt per Hand nicht könnt, macht einfach statt einen Blitz, könnt ihr auch einfach mal einen Knopf machen. So, ihr müsst gucken, dass das ausreicht, um den ganzen Kondensator zu laden. Ne? Der kleine Kondensator ist jetzt gleich leer, aber hier ist ja noch ein größerer und ihr seht, reicht aus. Der ganze Kondensator wird geladen. Also, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, über einen Blitz den ganzen Kondensator zu laden. Das schließt ihr jetzt an, eurer, an eure Blitzverteiler in der Stadt an. Vergesst nicht, die Stromlängen natürlich zu bedenken. Und jetzt brauchen wir natürlich aber noch eine Möglichkeit, um den Kondensator zu laden. Und zwar eben diese langsame Möglichkeit über Solarzellen beispielsweise. Dass ihr vielleicht doch ein bisschen über den Tag hinweg, das ist ja die Idee dahinter, Leute, ihr könnt über den Tag hinweg das Ding laden und in der Nacht könnt ihr einfach automatisch auf Licht umschalten und äh, ihr könnt natürlich auch mehrere Verbraucher da anschließen. Ihr könnt natürlich auch den Stromverbrauch eurer Batterie erhöhen. Wie erhöht ihr den Stromverbrauch eurer Batterie? Ja, ganz relativ einfach. Ihr müsst dann an dieser Stelle hier das Kabel nicht zwei Blöcke lang machen, sondern drei Blöcke lang machen. Es weiß quasi, ihr rückt diesen Teil der Schaltung ein nach links. Und macht dieses Ding hier drei Blöcke lang. Ne? Ich meine, wir können es ja mal ganz simpel machen. Ihr müsst eigentlich, wie gesagt, nur dafür diesen ganzen Teil einen Block weiter nach links bauen. Dadurch wird der Stromverbrauch erheblich höher. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, Leute, dass ihr sogar zwei von diesen, na, noch besser. Ja klar. Das ist, pass auf, Leute. Hier. Big Brain. Big the jo Craft Brain Time. Viel genialer. Wir können es ja noch realistischer machen. Ja, wir können ja das Maximum Level an Realismus nehmen Leute, denn ihr könnt letzten Endes diesen Stromabnehmer, den wir hier gebaut haben, ja noch mal woanders bauen. Ne? Überlegt euch das mal. Ihr könnt ja auch einfach hier bauen. So, ich baue den mal ganz plump jetzt hier ein, so wie wir ihn gerade hatten. Mit der Solarzelle zeige ich euch wie gesagt gleich, wie man die lädt. So ein bisschen, ein bisschen Pratz. Also wir können jetzt hier genau den gleichen Stromabnehmer noch mal einbauen. So und ähm, der kann uns auch wieder einen Stromoutput geben. Wir machen das auch wieder hier mit einem Kolben. Ne? Machen wir es so, wie wir es gerade gebaut haben. Das ist echt ein schöner Aufbau. Der ist relativ einfach zu verstehen. Lässt sich auch gut umsetzen. Hier ist die Fackel. Ähm, hier ist die andere Fackel. Der geht dann hier rein. Hier einen Rechtsklick drauf machen. So, zack. Ist schon fertig. Und dann haben wir einmal hier den Schalter, mit dem wir das Ganze an und ausschalten können. So, aktuell ist das System im Stromabgabe. Jetzt keine Stromabgabe mehr. Und jetzt gucken wir mal hier. Da geht dann mein Output raus. Habe ich das richtig gebaut? Ja. Wenn wir jetzt quasi nochmal mit dem Blitz. Na, treffen, muss der Blitz auch? Hallo, triff. Okay, wunderbar. Wenn wir jetzt mit dem Blitz nochmal die ganze Technik hier laden, machen wir mal. So, dann äh, können wir jetzt folgendes machen. Und zwar, wenn wir jetzt einen Stromabnehmer anschalten, den hier. Ja, wir nehmen an einer Stelle Strom aus der Batterie. Dann geht die Batterie jetzt quasi relativ langsam runter. Schaut euch hin. Ne? Wir sehen quasi. Ja, ab jetzt, ab jetzt erst geht die Batterie runter. So, da seht ihr. Typ und Typ. Und. Typ, Kommt schon. Ja, ihr seht, die Batterie ist groß, ne? Aber wenn wir jetzt den zweiten Stromabnehmer anschalten, dann. Hahaha, ha, ha, actionreich, Leute. Wird schon ein bisschen schneller gehen. Achtet. Ich glaube, man kann es erkennen, oder? Warte. Ja. Ziemlich eindeutig, Leute. Ich glaube, ihr merkt es, ne? Ihr merkt, dass die Batterie jetzt doppelt so schnell runtergeht. Und wenn ihr einen dritten Stromabnehmer macht, dann geht die dreifach so schnell runter. Und wenn ihr einen vierten macht, geht die vierfach so schnell runter. Versteht ihr? Je mehr Stromabnehmer ihr an die Batterie anbaut, desto schneller entlädt sich die Batterie. Auch hier könnt ihr quasi realistisch machen. Ihr könnt bis zu 15 Stromabnehmer anschließen. Das ist natürlich dämlich, wenn ihr 15 Stromabnehmer anschließt, dann ist eure Batterie halt instant tot. Also ich würde vielleicht so bis maximal fünf Stromabnehmer würde ich maximal an der Batterie anschließen. So. Und nun kommt wir zur Solarzelle. Das ist relativ einfach. Da müsst ihr eigentlich an irgendeiner Stelle sowas hier suchen. Oder am besten, wenn ihr so eine Solarzelle bauen möchtet, baut ihr euch am besten auch nochmal dort, wo eure Solarzelle hin muss, einmal so eine kleine äh, Schlaufe. So. Da. Ja, kleine Schauf Schlaufe gebaut für die Batterie. An der Stelle, wo die Solarzelle ist. Ich lasse die Batterie jetzt nochmal komplett entladen, damit wir gleich hier was machen. Also, ihr baut so eine Schlaufe. Und alles, was ihr jetzt machen müsst, ist folgende Schaltung. Achtet gut. Ich sie euch. Und zwar einmal hier einen Komparator hinsetzen. Hier muss quasi ein Redstone-Ausgang sein. Hier einen Komparator in diese Richtung setzen. Hier ist ein Redstone-Eingang. Hier ein Redstone dazwischen. Rechtsklick hier rauf, Rechtsklick hier rauf. Und jetzt, meine Damen und Herren, backt ihr euch einen Kuchen und setzt den Kuchen hier hin. Warum? Ein Kuchen gibt 14 aus. Ihr seht, oder 12. Ah, Nein, stopp, das wird geändert. Ah, Minecraft! Nein! Mojang! Okay, vergesst den Kuchen. Vergesst den Kuchen. The cake is a lie. Ihr setzt zweimal Redstone hier hin und setzt hier eine permanente Stromquelle an. Wichtig ist, dass 14 hier reingeht. Stromsignal 15. Seht da oben Power 15. Power 14. Power 14 geht hier rein. Und hier bei dem hier muss quasi volle Stromstärke reingehen. Das heißt quasi an dieses Ding hier schließt ihr eure Solarzelle an. Oh, da quasi muss am besten 15 muss hier reingehen. Da schließt eure Solarzelle ran. Und das Ganze geht jetzt mit dem Kabel zu eurer Solarplatte. So, und solange die an ist, wird quasi der Kondensator immer um 1 geladen. Das heißt quasi, wir schalten mal wieder den Stromabnehmer aus. Und wir können jetzt hier auf den Knopf drücken. Laden. Und ihr seht jetzt quasi, der Kondensator wird geladen. Und zwar wird er erstmal mit Stufe 1 geladen. Ihr seht, 1 ist drin. Wandert lang. So, jetzt wird er hier quasi verstärkt. Jetzt gleich geht er auf 2. 2, wunderbar. Dann wird er verstärkt und geht auf 3. 3. Kommt jetzt gleich. Oh, ist das langsam. Also, ihr seht schon, dann ist es natürlich super, wenn ihr einen Blitz habt, der einschlägt, der euch einfach sofort die ganze Batterie auflädt. Hahaha. Das wollen wir doch haben, ne? Das ist das Prinzip der Solarplatte. Achtung, hier bei der Solareinspeisung ist es anders. Denn hier könnt ihr nicht einfach mehrere anbauen, um die schneller zu laden. Das wird nicht funktionieren. Also, ihr könnt mehrere Stromabnehmer bauen, um die Batterie schneller zu entladen. Aber ihr könnt nicht. Mehrere Einspeisungen bauen. Ja, damit habt ihr ein, eine realistische Sache. Das Ganze müsst ihr halt auch schön bauen. Baut da vielleicht ein kleines Batteriehäuschen drumherum. Ihr könnt ja mal gerne eure Redstone-Builds auf unserem Discord-Server unter Hashtag Redstone teilen, was ihr da schönes gebaut habt. Ja, und da haben wir, liebe Leute, ein realistisches Blitzkraftwerk in Minecraft. Welche sie nutzen könnt, um zum Beispiel eure kleine Stadt zu beleuchten. Ihr könnt ja quasi in eurer Stadtverwaltung zum Beispiel mehrere Sachen haben. Zum Beispiel könnt ihr Brunnen anschließen und Beleuchtung anschließen. Und ihr könnt quasi so eine Warnzentrale haben. Ihr könnt zum Beispiel auch sagen, es sollen Alarmen ausgegeben werden, wenn die Batterie nur noch zu einem Drittel voll ist. Und da könnt ihr quasi mehrere Knöpfe haben. Ihr könnt zum Beispiel sagen, okay, unsere Batterie ist fast leer, äh, wir schalten mal. Die Straßenlampen aus, so dass die Häuser alle noch Strom haben, aber dass wir quasi weniger Strom verbrauchen durch die Straßenlampen. Versteht ihr? Ihr könnt quasi ein eigenes Stromnetz bauen. Ihr habt Stromspeicher, ihr habt Maschinen, die generieren den Strom. Über Tag wird Solarstrom generiert. Ihr könnt natürlich jetzt auch ein Kohlekraftwerk oder irgendwas anderes bauen. Auch da könnt ihr quasi kreativ werden, Leute. Ein Kohlekraftwerk. Hey, wie könnt ihr das bauen? Ganz einfach, ich zeige es euch. Falls ihr jetzt so etwas noch, weil ihr noch einen Mod haben möchtet, dann baut ihr folgendes. Ein Fernens, an dem packt ihr einen Observer. An den Observer packt ihr einen Sticky Piston und einen Redstone Block. So, zack und zack. Und dann könnt ihr quasi hier euren Output nehmen. Das ist quasi, dieses hier ist quasi der Output für, es wird gerade Strom generiert. Da, das ist jetzt... Stromgenerierungsoutput. Und solange nun quasi euer Ofen läuft, quasi ihr müsst irgendwas im Ofen verfeuern. Ja, ich nehme jetzt mal einen Stick und ich nehme jetzt mal Stein, den ich verfeuere im Ofen. So, zack, zack. Seht ihr, läuft Strom. Solange der Ofen an ist, läuft der Strom. Sobald jetzt der Ofen gleich ausgeht, geht der Strom aus. Also so könnt ihr quasi messen, ob gerade der Ofen an der Aus ist, so könnt ihr quasi Strom generieren, Strom aus dem Ofen rausziehen. Ihr könnt einen Atomreaktor bauen, indem ihr beispielsweise. Keine Ahnung, vielleicht mit TNT da was macht und das muss gekühlt werden. Wenn es nicht richtig gekühlt wird, dann explodiert das Atomkraftwerk. Das heißt, ihr baut eine Kuppel, die voll mit TNT ist und dann baut ihr vielleicht auch so einen Kondensator, der die ganze Zeit Strom zum Kühlen in den, in den Atomreaktor gibt und dafür erhaltet ihr Strom. Das wäre dann genau die gleiche Sache wie hier mit der Solarzelle, quasi nach dem Motto: ihr verbraucht Strom, aber ihr erhaltet auch Strom. Aber tendenziell äh, verbraucht der Reaktor mehr Strom und sobald halt. Eure Batterie leer ist, explodiert der Reaktor. Könnt ihr machen, quasi? Dann müsst ihr quasi eine Schaltung bauen, die die Ausgabe aus dem Reaktor immer mal wieder ausschaltet, damit sich die Batterie selbst wieder laden kann. Also, ihr seht schon, das Potenzial dieser Batterie, dieser Redstone-Schaltung, die ich euch gezeigt habe, ist immens. Ihr könnt ein vollständig funktionierendes Stromnetz bauen. Ich habe euch heute in diesem Video das gesamte Wissen dafür gegeben und freue mich, das ein oder andere Mal zu sehen, vielleicht in der Einsendung oder was ihr da so in den Kommentare schreibt. Wenn es euch gefallen hat, ich bedanke mich wirklich bei jedem von euch für die Unterstützung. Ähm, ja, und an dieser Stelle macht's gut, bis bald und ciao Leute.